Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve, wollte ich gerade sagen. Aber nein, das ist tatsächlich Scribblenauts Unlimited. Und wir wollten gucken, welche Quests wir noch haben. Okay, die Schaufel. Hilf Max, aus dem Gefängnis auszubrechen. Gar kein Problem. Hoffe ich. Bedem. Okay. Das geht ab. Maxwell muss aus dem Gefängnis fliehen. Gib dem müden Wächter einen Platz zum Hinsetzen. Er kann womöglich das Tor entriegeln. Wie wäre es dann mit einem Bett? Da kann er sich hinsetzen. Nein, warte mal. Ein Sofa. Da kann er sich hinsetzen und legen. Sehr schön. Die Wache hat die Tür aufgeschlossen. Jetzt steht ein Geist im Weg. Ohne körperliche Präsenz kann er die Tür nicht öffnen. Huch, warum lässt sich denn mein Bild nicht? Ein Körper. Yay! Nice. Ein fliegender Körper. Der Geist hat die Tür aufgeriegelt. Jetzt hat ein Gefangener Lust auf ein herzhaftes Essen. Gib ihm etwas Sättigendes. Wer ist mit? Brokkoli. Brokkoli sättigt immer. Das wird mit hier geschrieben, aber egal. Will er nicht? Okay. Wer ist mit einem Steaky Bakey? Huch. Ein Steak. Oh, ja. Die Gefangenen öffnen die Türen. Ist auch sinnvoll. Der Gefangene hat die Tür zerstört. Ein Betrüger hilft Maxwell durch die nächste Tür. Aber er braucht eine Verkleidung, um die Kamera zu täuschen. Vielleicht der Unsichtbarkeitsumhang. Mantel. Ein Morgenrock. Ja. Take it. Take it. Okay. Maybe you should go unsichtbar. Funktioniert nicht? Okay. Alter, die Kamera, ne? Blöde Textkamera. Eine Verkleidung. Wie wär's mit einem Kostüm? Cosplay-Verkleidung. Yay! Will auch nicht anziehen, hä? Huh? Ach so. Eine Uniform. Was? Ein Polizeistern. Vielleicht geht das? Nein. Vielleicht ein Polizeihut? Polizeiauto! Yeah! Always works! Bla 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 bla. I'm a Polizist. Die Arbeit am Sicherheitssystem ist einsam. Der Programmierer ist schon zu lange hier und vermisst sein Haustier. Gib ihm seinen besten Freund des Menschen. Okay, der beste Freund des Menschen ist offensichtlich ein Hamster. Nicht? Okay. Der beste Freund des Menschen ist offensichtlich eine Katze. Der beste Freund des Menschen ist offensichtlich ein Fisch. Der beste Freund des Menschen ist offensichtlich ein Pferd. Der beste Freund des Menschen ist offensichtlich ein Wal. Also ein Wal, kein Ball. Der beste Freund des Menschen ist offensichtlich ein Vogel. Der beste Freund des Menschen ist offensichtlich ein Krokodil. Nicht, das bringt ihn nur noch um. Nein, der beste Freund des Menschen ist ganz offensichtlich, und das weiß wirklich jeder von uns, ein Hund. Natürlich.
Yes, und jetzt kann ich hier raus. Juhu, whoopee, whoopee, whoopee. Meister Ride. Bam. Yeah. Awesome. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir nur noch den hier. Was haben wir noch? Ach ja, die konnte ich ja nicht, weil ich nicht wusste was. Und die auch nicht. Okay, weiter zur nächsten Welt. Oder erstmal zurück hier. Zu Edwins Bauernhof. Gucken, ob wir helfen können. Chillen mit Chili. Heißt das Achievement, was ich gerade bekommen habe. Und Pam. Yay. Oh my god. It's Väterchen Frost. Zack. But. Ich kann auch mal zurück. Tony und der Gesetzlose habe ich jetzt bekommen. Und. Piu! Howdy, Partner. Oh no! What happened? Und ich kann nochmal. Bubbles magisches Wasserabenteuer. Oh. Natürlich. Ja, ist klar. Naja. Fast Delfin. Schöne Maske. Okay, was ist das eigentlich? Ach so, da schließt sich der Kreis. Okay, wir haben noch nicht alle Level fertig. Wir müssen auch hier hin. Ruinen von Ellipsis. Wir kommen auf den Ruinen von Ellipsis. Was gilt es hier zu tun? Werte Freunde, wir werden es herausfinden. Mit dieser fliegenfleischfressenden Pflanze könnten Krankheiten geheilt werden, aber sie wächst nicht. Maybe she needs a little bit Regen. Wasser, Regen. Hier, guck mal, ein Regentropfen. Reicht offensichtlich nicht. Wär's mit mehr Regen? Aufsammeln. Hey, ich will das dir geben. Moment. Wie wäre es mit einem Gärtner, der uns hilft? Agrarwissenschaftler. Nee, Wirtschaftler. Ja, ihr habt bestimmt keinen Plan. Da muss ein richtiger Gärtner ran. Ein richtiger Peter Lustig muss hier ran. Einer mit Ahnung. Maybe it needs some Sonne. Maybe it needs some Fliegen. Fliege. Insekt. Okay. Was passiert, wenn ich da reingehe? Achso. Hallo, was haben Sie für ein Problem? Hilf mir, die Kristallknochen vom König Ellipsis zu finden. You need a detective. Ja, ein Detektiv. Du sollst das verdammt nochmal leeren. Jetzt mit einer Lupe? Eine Brechstange. Da kann man noch Dinge öffnen.
Nein, ich will das öffnen. Mann. Offen. König Ellipsis. Also, ich muss eigentlich nicht jedes Rätsel machen, ne? Mann. Ich habe keine Ahnung. Okay, was ist hier los? Hilfe! Ich komme nicht an diesen verrückten Wurfpfeil vorbei. Dann brauchst du ein Schild. Ein Straßenschild. Nein, ein Waffenschutz. So. Aha. Okay, sehr gut. Was ist hier? Hier ist gar nichts mehr. Kommen wir dahin. Das bringt uns gar nichts. Toll. Ui. Das hat mir gar nichts gebracht. Und hier weiß ich immer noch nicht, was abgeht. Was ist mit den Ameisen los? Unsere Anführerin ist gestorben. Ich habe eine neue gesegnete Anführerin. Eine Prinzessin. Tja. Der Thron der Ameise. Okay, was ist hier los? Statte deine Gruppe von tapferen Abenteuern für eine legendäre Reise aus. Bereite die Abenteuer auf eine epische Aufgabe vor. Rüste den Krieger mit einer Waffe aus. Einen Morgenstern bekommt der Krieger. Türkischer Gott? Nein, eine Waffe, bitteschön. Passt perfekt zu dir. Der Genaue halt sich lieber abseits. Was? Der Genaue, ja? What the fuck? Sieh abseits vom Geschäft. Gib mir eine Waffe, bla bla bla. Du bekommst eine Uzi. Perfekt. Der Hexenmeister ist ein Meister der Magie. Gib ihm eine Waffe, um seine magische Fähigkeit zu lenken. Ein Zauberstock. Stab. Stock des Magiers. Die Aufgabe der Klerikerin ist, ihr Team zu unterstützen. Gib ihr etwas, um die Mitglieder ihrer Gruppe zu heilen. Wie wäre es mit einer Binde, einem Verband, sozusagen. Alle sehr gut ausgerüstet, auf in die Schlacht gegen den epischen Drachen. Der Krieger schlägt drauf. Der Genauer feuert mit seiner Ruzi. Der Zauberer. Er feuert einen Meteor von Himmel. Oh, es ist heiß, der Drache spuckt Feuer, aber die Klerikerin, sie wird heilen. Ja. Denn Kleriker sind sehr wichtig im Kampf. Und alle nehmen eine Bazooka und schließen den Drachen von ihm. Ist gar kein Problem. Yay! Some gold, it's some gold. I want this gold, fuck you all, this is my gold. Dum, dum, wah. Pow! Chicka, 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 wow. 44. Alright. Okay, what? Okay. Was ist hier das Problem? Ich bin so gewöhnlich. Füge mir eine Antiktive zu, damit ich den anderen anpasse. Ich werde dich machen ganz schön. Nee, nicht vom gleichen Schlag, aber egal. Was ist dein Problem? Gib mir etwas, um diesen Schimpansen zu studieren. Ein Buch. Will er den nur betrachten oder will er direkt zu denen gehen? Nee,
Betracht geht. Okay. Muss mal kurz hier Adjektiv hinzufügen. So, manchmal kurz fliegend. Scrolle mal ein bisschen raus. Und gucke mal, ob ich Quest vergessen habe. Nur eine. Okay, dann können wir weitergehen. Zur nächsten Welt. Huch. Dahin, nach Atlantis bestimmt. Königreich von Parenthesien. Okay. Piu. Willkommen im Königreich von Parenthesien. Der König und die Bärenfrauen und der Taucher und der Detektiv. Oh. Are you Indiana Jones? Hello, my friend. Die Bundeslade muss irgendwo hier sein. Bring sie mir! Okay. Hebe den Fluch auf, indem du die Steine zu ihren Säulen zurückbringst. Okay. Was ist hier los? Unbeweglicher versteinerter Insiderkrebs. Aha, okay. Die Steine zurückbringen zu ihren Säulen. Da ist doch mal ein Stein. Was ist denn hier los? Oh, hallo, Mr. Alien. Ich kann nicht schwimmen, hilf mir an die Oberfläche. An Delfin wird dir helfen, mein Freund. Denn wir wissen alle, Delfine sind die krassesten Unterwasserlebewesen. No, swim, my friend, swim! Heile. Was mit einem Mechaniker, der das repariert. Außerirdische schwimmen nicht. Mein U-Boot ist zu groß, um weiter zu forschen. Okay, dann mach's doch einfach klein. Kleine. Juhu. Yeah, awesome. Da hinten ist etwas im Weg. Guck mal, hier ist die Bundeslade. Aufsammeln. Und geben. Ja, take this, Bundeslade. Vollidiot. Wie wär's mit einem Dynamit? Wird das mit langem I geschrieben? Nein, okay. Feuerzeug. Das funktioniert bestimmt prima unter Wasser. Aufsammeln. Und verbrennen. Funktioniert nicht. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Eine Unterwassermine. Eine setzt hier hin. Oh, what? Okay. Sie ist so schnell explodiert, hätte ich niemals gedacht. Ein roter Fettblock hin. Die Musik ist gerade cool. Deswegen rede ich gerade mal ein bisschen weniger. Ist auch mal schön. Was hast du? Hilf den Ziegen am Troll vorbeizukommen, okay? Das ist aber Cthulhu und kein Troll. Bären. Der Meergeziegenböcke. Oh, das ist ein Troll. Ein Unterwassertroll. What the fuck?